Okay, Schutztruppen. Ich glaube, ich habe einen Plan, wie wir den Deplanetisator endgültig vernichten können. Wenn wir Ratchet und Clanks Holo-Verkleidung von Gadgetron energetisieren, können sie sich für kurze Zeit die Gestalt von Captain Quark annehmen. Mit dieser Tarnung können sie die Primärschilde des Deplanetisators passieren. Hallo, Bürger. Ich möchte nur kurz in den Kraftraum. Alles klar, Captain. Von da aus müssen sie in den Deplanetisator-Sternknackerraum. Der Deplanetisator nutzt einen Schwerkraftstabilisator, um sich über seinem Ziel auszurichten. Wird der Stabilisator entfernt, driftet der Deplanetisator von seinem Ziel ab und wir können ihn angreifen. Auf Ratchet und Clanks Befehl aktivieren wir die neuen Magnetbooster, drehen den Deplanetisator und retten die Galaxie. Verstanden, Elaris. Sind unterwegs. Klingt nach einem guten Plan. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen. Genau. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ratchet & Clank hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Plan habt ihr gerade gehört. Also wieder an Bord des Deplanetisator. Oh Gott, wer überlegt sich denn immer solche Worte? Ist ja schrecklich. Geholt hast, polierst du diesen Segway. Und Drag, hier steckst du. Du wolltest meine Schutztruppen umbringen. Du hast gesagt, du lässt sie in Ruhe. Und das meinte ich auch so zu der Zeit. Ich verabscheue Blutvergießen wie jeder andere Black, aber manchmal sind Opfer notwendig für das übergeordnete Wohl. Ich weiß, dass du gemeinsame Sache mit Nefarius machst. Tja, ist das nicht wunderbar? Wir gehören alle zum selben Dream Team. Wir drucken uns T-Shirts. Du machst einen schweren Fehler. Du hast keine Ahnung, zu welcher Bosheit er fähig ist. Oh, oh. Was müssen meine wunden Ohren da hören? Und da kommt unser manipulativer Psychopath. Du bist beim Gefängnisausbruch gestorben. Es gab Zeugen. Oh, die Leute sagen und tun alles Mögliche für den richtigen Preis. Wie hoch war deiner, Quark? Was war dein Preis dafür, deine Freunde zu verkaufen? Dein Gesicht auf einer Cornflakeschachtel vielleicht? Bah. Warum ziehst du nicht Leine, damit der Vorsitzende und ich uns unseren Geschäften widmen können? Das macht Spaß! Und T-Shirts wären eine tolle Idee. Gut für die Moral. Was meinst du, Neffi? Sollen wir... Raffinato, persönlicher Favorit. Das arme Schaf. So schnell wird man im Management ausgetauscht heutzutage. Hallo? Ich dachte, ich bekomme noch irgendwelche Informationen, was ich machen soll. Genau. Aber dem soll wohl nicht sein. Dem soll wohl nicht sein, dass ich nochmal Informationen bekomme. Nochmal irgendwas? Nee. Das ist meins, mein Schatz. Ah, da drüben ist noch mehr. Meins. Möchtest du deinen Raffinator aufrüsten? Dann nur zu. Waffen ausrüsten. Was wollte ich denn? Ich habe jetzt natürlich jetzt dummerweise schon wieder Pause gemacht. Das wollte ich. Vier brauchen wir noch. Sind überhaupt ausgerüstet? Ich sollte lieber erstmal die Hohen. Fehlende Muskelmasse erkannt. Verkleidung? Wo sind die Verkleidung?
Eins. Zwei. Da ist die Verkleidung. Identifikation erfolgreich. Willkommen, Captain. An alle sind Frosch im Hals. Wenn ihr Eindringlinge seht, bitte den Eindringlinge-Vernichten-Schalter betätigen. Das ist der große Rote, der so aussieht wie alle anderen Schalter. Beim nächsten Deplanetisator müssen wir das besser planen. Bereit machen zur Zerstörung. Entsorgungsfeld aktiviert. Okay. Kontur fehlt. Kompakte Brustmuskeln erkannt. Ja, es ist ja ein nettes Sicherheitssystem. Guten Tag. Bin auf einer wichtigen Mission vom Vorsitzenden Drake. Hallo, Captain. Danke. Nein. Müsst ihr zur Grundbild vernichten? Wie die hüpfen. Sie auf, bevor sie das Entsorgungsfeld aktiviert. Oh, nein. Das war dumm. Ratchet, wir müssen diese Kampfbots angreifen. Identifikation erfolgreich. Willkommen, Captain. Halten Sie auf, bevor Sie den Entsorgungsfeld aktiviert. Okay, so funktioniert das auch nicht. Okay. Zugang. Verkompakte Brustmuskeln erkannt. Hä, wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Ratchet, wir müssen diese Kampfbots. Trainierte Bauchmuskeln erkannt. Das Problem ist, ich kann hier nicht hochschampen. Ah, nein! Warte mal, der läuft dann in die Richtung. Der läuft nach rechts. Ich muss sie gar nicht angreifen. Hallo. Guten Tag. Du siehst heute umwerfend aus. Hallo, Captain. Achso, er hat schon aufgemacht. Halte sie auf, bevor sie den Entsorgungsfeld aktiviert.
Sie das Entsorgungsfeld aktivieren. Bisschen tricky hier. Hallo? Bin auf einer wichtigen Mission vom Vorsitzenden Drake. Hey. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Was? Nein. Identifikation erfolgreich. Willkommen, Captain. Müssen wir nochmal probieren. Ja, das ist ein ganz trickiges Level hier. Aber den zweiten Sprung hätten wir auch geschafft. Das ist richtig tricky. Das ist aber nett. Wir müssen gleich den hier oben ausschalten. Und zwar jetzt. Nein! Sieht aus, als wäre verwandelt. Gott sei Dank. Geschafft. Warum habe ich denn dieses dämliche... Ich habe viel zu viele Waffen hier. Die Tür ist verschlossen. Oh, warte mal. Wir müssen einen anderen Weg hindurch finden. Ah, so kann man das viel schneller machen. Ah, so geht's viel schneller. Ah, jetzt geht's hier Nathan Drake-mäßig los. Jetzt machen wir hier echt einen auf Uncharted. Nein! Leck mich doch die Welt am linken Fuß. Ich bin auch ein bisschen müde, muss ich sagen. Ich meine, ich spiele jetzt, keine Ahnung, seit 4 oder 5 Stunden. Halte sie auf, Das konnte ja keiner wissen, dass da oben einer aufploppt. Oberkörper unzureichend. Kompakte Brustmuskeln erkannt.
dunkle Seite ist viel lustiger. Stimmt's? Hallo, Captain. Die sind so dumm. Halte sie auf, bevor sie das Entsorgungsfeld aktivieren. Warum? Die Tür ist verschlossen. Wir müssen einen anderen Weg hindurch finden. Okay, krieg mal hin. Okay. Sie haben uns durchschaut. Also es ist ganz schön tricky hier durchzukommen, muss ich mal sagen. Das haben sie gar nicht so schlecht gemacht. Trainierte Bauchmuskeln erkannt. Tja. Ach, das höre ich doch gerne. An alle Mitarbeiter. Nach Abschluss der Deplanetisierung heute Abend verlosen wir eine Reise ins Ubo-Gebirge. Lose gibt es in der Personalabteilung. Wir wurden erkannt. Was? Wo? Da kommen noch mehr Kampfbots. Kampfbots erledigt. Los, gehen wir weiter. Ah, nice. Jo, so kann man es mal machen. Hinterhältig bis zur letzten Haarspitze. Ah, ich sollte mal lieber verkleidet rumlaufen. Man weiß nie, wem man hier so begegnet. Über ja Icke. Na, kommt her. Ist ganz schön tricky hier, also haben sie echt gut gemacht. Fall
Na, ah, das wären zu viele. Nein, 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 nein. Oh, was mache ich denn hier? Irgendwie bin ich gestorben. Irgendwie war da auch gerade ein Fehler, den ich gemacht habe. Ganz großer. Identifikation erfolgreich. Willkommen, Captain. Jetzt warten, bis er da hinten ist. Dass ich ein bisschen Abstand kriege. Nein, wieso? Alter, lebt immer noch. Aber sowas von. Ist doch schon ein feuchtes Unterhöschen. Aber Kinderspiel. Nee, ist klar. Alter, ist das euer Ernst? Ich sehe nicht mal. Okay, jetzt guckt er in meine Richtung. Geht schon. Machen wir mal die Nummer sicher, das ist Show. Wer baut denn so einen Scheiß? Wie willst du denn da zur Arbeit kommen? Seite ist viel lustiger, stimmt's? Hallo, Captain Quark. Dreh dich um. Schön in den Rücken geschossen. Dankeschön. Wer baut denn sowas? Und warum? Warum macht man das? Ah. Ah, das wird knapp. Ui. Alter Schwede. Oh, hallo. War das auf der Map angezeigt? Hab ich irgendwas verpasst? Da habe ich eine Schraube verpasst. Ich glaube nicht. Da habe ich tatsächlich eine Schraube verpasst. Und da noch eine Schraube. Oh, ich glaub's nicht. Aber wir haben einiges noch vor uns hier, wenn ich mir so angucke. Liebe Leute, wir machen jetzt aber Feierabends für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Ratchet & Clank hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen. Ciao.